Good morning. Guten Morgen. Are you all glad to be here? Freut euch hier zu sein? And none of you are looking forward to going home? Keiner freut sich darauf auf die Abreise. Let's extend Joshua Camp for another week. Wir verlängern einfach eine Woche. My wife and our son, we've had a great time with you all. Meine Frau und mein Sohn, wir haben es so genossen, hier mit euch Gemeinschaft zu haben. Every time that we've gone back to the room, we've been talking about the atmosphere that we've experienced at Joshua Camp. Jedes Mal, wenn wir auf dem Weg waren zu unserem Zimmer, haben wir darüber gesprochen, was für eine Atmosphäre hier auf dem Joshua Camp herrscht. It's a sincere privilege and honor to be able to see people praying and reading the word. Es ist wirklich ein großes Vorrecht, wenn man hier erleben kann, wie Menschen miteinander beten und das Wort Gottes studieren. And to hear that some of you have been praying throughout the night, asking for God to show you how to come closer to Him. Und zu hören, dass einige sogar die Nacht durchgebetet haben, damit Gott ihnen zeigt, wie sie ihm näher kommen können. And if by my weak, frail, dusty body, und wenn ich in meinem schwachen, zerbrechlichen Körper aus Staub, God has been able to speak. Wenn Gott durch mich sprechen konnte, I give him all the praise. Dann sei ihm all Ehre. Because everything we've spoken this week, I know we could not do in our own strength. Denn ich weiß, alles, was hier vorne gesprochen worden ist in diesen Tagen, das kann niemand aus eigener Kraft. But we need to finish the work. Doch wir müssen das Werk vollenden. We need to press on until we get to that day. Wir müssen weiter vorangehen, bis wir den Tag erreicht haben. As it says in Philippians 1 verse 6. Wie es in Philipper 1 Vers 6 heißt. That he which hath begun a good work in you. Dass derjenige, der ein gutes Werk in euch begonnen hat. Will perform it until the day of Jesus Christ. Der wird es auch zu Ende führen bis zum Tag Jesu Christi. That means that your work with him will be continuing until he returns. Das bedeutet aber auch, dass dein Werk mit ihm weitergehen wird, bis er kommt. And even when we do get to heaven, und selbst wenn wir im Himmel sind, our sanctification in God still continues. Dann werden wir noch immer in Gott geheiligt. We cannot fully fathom the whole depth and greatness of God. Denn wir können diese ganze Tiefe und Größe Gottes doch gar nicht fassen. And if angels who have been alive for a lot longer than all of us in this room, und wenn Engel, die schon viel länger leben als jeder von uns in diesem Raum, had mysteries that were hidden from the beginning, wenn sie Geheimnisse hatten, die von Anfang an verborgen waren, that even they were looking for the fulfillment and deeper understanding, und selbst sie schauten und beobachteten, wie sie sich erfüllten, diese Geheimnisse, und sie wollten tiefer darin eindringen, then know this. Dann müssen wir wissen, we will be continually learning new things about our Father God for the rest of eternity. Wir werden die ganze Ewigkeit hindurch Neues lernen und erfahren über unseren Vater Gott im Himmel. Now at the end of my message today, am Ende meiner Verkündigung heute, I will be making an appeal. Werde ich einen Aufruf machen. I will be making an appeal for the revival to continue. Einen Aufruf, dass die Erweckung weitergeht. If God calls you forward for this appeal, und wenn Gott bei diesem Aufruf dich nach vorne ruft, do not remain seated. Dann bleib nicht sitzen, come to the front, sondern komm dann nach vorne, and we will have special prayer together, und dann werden wir ein besonderes Gebet zusammensprechen, because we need to continue. Denn wir müssen weitermachen. And I hope all of us come forward. Und ich hoffe, dass jeder nach vorne kommt. But God only needs a willing heart. Aber das Einzige, was Gott sich wünscht und brauchen kann, ist ein williges Herz. And he can turn Germany upside down. Und er kann Deutschland auf den Kopf stellen. In a good way. Auf eine gute Weise. But we have to be willing. Doch wir müssen bereitwillig sein. Amen. Amen. So as usual, before I do open the word of God today, we will pray. Und wie gewöhnlich, bevor wir Gottes Wort öffnen, werden wir beten. And I will invite you all to kneel with me. Ich möchte euch einladen, alle mit mir niederzuknien. Our Father, unser Vater, we thank you so much for the privilege, wir danken dir so sehr für das Vorrecht, to be called your sons and daughters, dass du uns Söhne und Töchter nennst, for the sacrifice of Jesus Christ,
um des Opfers Jesu Christi willen. Where you allowed Jesus to offer himself up for us and to take our place. Du hast Jesus erlaubt, dass er sich selbst hingibt für uns an unserer Stadt. And I thank you for what I believe is the beginning of a revival for many from this week. Und ich danke dir für das, von dem ich glaube, dass es der Beginn ist einer Erweckung für viele Menschen. I thank you for the filling of your Holy Spirit. Ich danke dir für die Fülle deines Heiligen Geistes. I pray that you will continue to fill us with your Holy Spirit. Und ich bitte dich, dass du uns weiter füllst mit deinem Geist. That you will have him guide us into all of the right paths that we are to walk in. Und dass er uns in all diese Wahrheiten und in die richtigen Pfade lenkt, die wir gehen sollen. And as we leave here, we will know we will leave with you. Und wenn wir von hier weggehen, dass wir die Gewissheit haben, wir gehen mit dir. Help us to trust in you. Hilf uns, dir zu vertrauen. And to follow you by faith. Und dem Glauben dir zu folgen. Be with myself and Johannes as we speak for you today. Sei bei mir und bei Johannes, wenn wir dein Wort jetzt sprechen. Speak through us. I pray that every word we say will be from you and not of ourselves. Sprich durch uns. Ich bitte dich, dass alles, was hier gesprochen wird, nicht von uns kommt, sondern von dir. And guide me with the sermon, Lord, in Jesus' name. Und Herr, leite mich in dieser Predigt im Namen Jesu. Amen. Amen. If you could turn with me to the book of Revelation, chapter 3, verse 21. Bitte schlag mir auf die Offenbarung 3, Vers 21. Revelation 3, verse 21, and then we will look at 1 John, chapter 5, verse 4 to 5. Offenbarung 3, 21, und dann werden wir in den ersten Johannesbrief gehen, Kapitel 5. And it says, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. Und wir lesen hier, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. This scripture, dieser Text, today I will be focusing on overcoming as Jesus Christ overcame. Heute geht es mir um das Überwinden, wie Christus überwunden hat. We could actually do a whole week of presentations just talking about the throne. Man könnte allein, wenn man über den Thron sprechen will, eine ganze Woche mit Vorträgen füllen. If I was to sum it up into a few words, wenn ich das zusammenfassen müsste mit wenigen Worten, it's saying that if we overcome, we will enjoy the glory and the privileges of Jesus Christ. Dann würde ich es so sagen, wenn wir überwinden, dann werden wir Anteil haben und genießen können die Vorrechte, die Jesus Christus selbst hat. But it's so much deeper. Aber da steckt so viel mehr dran. But the point I really want to focus on with you all today is the element of overcoming as Jesus Christ overcame. Aber wir wollen uns heute wirklich konzentrieren auf diesen einen Punkt, zu überwinden, wie Jesus Christus überwunden hat. And I hope every single one of you will be hearing the words that we speak and have spoken. Und ich hoffe, dass jeder einzelne von euch die Worte hört, die wir hier reden werden und die auch schon gesprochen worden sind. And you go home and study to make sure that what we said was true. Und dass ihr nach Hause geht und genau euch das studiert und anschaut, damit ihr sicher seid, ob das auch stimmt. Amen. Amen. And also, that's from Acts chapter 17 verse 11. Und das ist etwas aus Apostelgeschichte 17 Vers 11. But if you turn with me to 1 John, aber wenn ihr bitte mit mir aufschlagt 1. Johannes 1. John chapter 5 verse 4 to 5. 1. Johannes 5 Vers 4 und 5. It says, for who whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Es heißt dort, denn alles was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Who is he that overcometh the world, but he that believeth in the Jesus, but he that believeth that Jesus is the Son of God? Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Do you all believe that Jesus is the Son of God? Glaubt ihr alle, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Can I see your hands? Könnt ihr euch melden? Then that means that the promise of overcoming is available to every single one of us. Das bedeutet dann, dass jeder von uns diese Verheißung für den parat ist,
die Verheißung zu überwinden. A mighty amen for that. That's good news. Gute Nachricht, amen. Oder? Höre ich ein starkes Amen? Amen. That was nice. I won't ask you to do it again. Das war schön. Ich bitte euch gar nicht, das nochmal zu tun. Now the Bible says in Revelation 3:21 that Jesus is inviting us to overcome as he overcame. Nun, wir haben gelesen in Offenbarung 3, Vers 21, dass Jesus uns dazu einlädt, so zu überwinden, wie auch er überwunden hat. So the question that we really need to ask is, also müssen wir uns die Frage stellen, how did Jesus overcome? Wie hat denn Jesus überwunden? What did he overcome? Und was hat er überwunden? Because if we know how he overcame and what he overcame, denn wenn wir das wissen, was er überwunden hat und wie, then I'll know how I need to. Dann wissen wir, wie ich das tun soll. Does that make sense? Macht das Sinn? Now, I hope you all have paper to take notes. Nun, ich hoffe, ihr habt alle Notizpapier dabei. Because we will be going through a good amount of scriptures. Denn wir werden ziemlich viele Bibelverse lesen. I dare not enter upon talking of this subject without fencing it with a number of scriptures and quotes from the spirit of prophecy. Denn ich wage es nicht, dieses Thema anzupacken, ohne dass wir doch eine ganze Reihe von Bibeltexten und auch Zitaten aus dem Geist der Weissagung lesen. So please make sure you write these notes down, you write these scriptures and you study them. Also bitte, es wäre wirklich wichtig, dass ihr euch diese Bibelstellen notiert und dass ihr sie später dann nochmal studiert. So be prepared to write. Seid ihr soweit? But don't anybody put your hand up and tell me to slow down. Aber bitte, niemand soll sich melden und sagen, mach mal etwas langsamer. Once we're in fifth gear, we're in fifth gear. Also, ich bin jetzt im fünften Gang und da kann man den Gang nicht mehr wechseln. Good, you understand me. Ihr versteht. This is Autobahn with no speed limit. Also, wir sind hier auf der Autobahn, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Now, there was a lady in church a while ago. Vor einiger Zeit war eine Dame in der Gemeinde. And she said to me that Jesus has endured every single temptation that I endure. Und sie sagte zu mir, Jesus hat jede einzelne Versuchung durchgemacht, die ich auch durchmache. And he overcame them all. Und er hat sie alle überwunden. Do you all agree? Seht ihr das auch so? You don't seem too sure. Ah, ihr seid unsicher? So she said this and she was sure. She said, yes, he's endured every single thing I've ever gone through. Aber sie war ganz sicher und sie hat gesagt, jawohl, Jesus hat genau all das durchgemacht, was ich je durchgemacht habe. So I said, are you sure? Ich sagte zu ihr, ganz sicher? And then she looked at me questioningly like. Und dann hatte sie so ein Fragezeichen in ihren Augen. I said, so Jesus experienced TV. Und dann habe ich gesagt, also Jesus wollte auch mal Fernsehen oder hatte die Versuchung? And she started to lean back. Dann ging sie einen Schritt zurück. She said, there was no TV in Jesus's days. Sie sagte, damals gab es doch kein Fernsehen. I said, what about the smoking and, you know, some people are addicted to cocaine. Did he experience those temptations? Und dann sagte ich, naja, und was ist mit dem Rauchen? Oder manche Leute sind kokainsüchtig. Hat er damit auch Versuchung gehabt? And then she said, no. Und dann sagte sie, nein. So I said, so how could he be tempted with everything that you was tempted with then? Und dann habe ich sie gefragt, na, wie kann er dann in allem genauso versucht worden sein wie du? She went, I'm not sure. Und sie sagte, ich weiß nicht. Now believe me, I believe that Jesus was tempted in all points that we're tempted in. Nun, ich darf euch versichern, dass ich glaube, dass Jesus in allen Punkten, allen Dingen, wie wir versucht worden ist. And he overcame. Und er hat überwunden. But we need to find out what those points are. Aber wir müssen verstehen, was diese Punkte sind. You see, there has to be a principle. Ist der, es muss da ein Prinzip geben, which is the foundation of all of our temptations. Was allen unseren Versuchungen zugrunde liegt. And if he can overcome those points, und wenn wir in diesen Punkten überwinden können, we should be able to overcome those points too. Wenn er überwunden hat, dann sollten wir genauso in der Lage dazu sein. That makes sense. Macht das Sinn? So, turn with me to Hebrews chapter 4 verse 15. Also schlag mit mir auf Hebräer 4 Vers 15. In Hebrews 4 verse 15, Paul was explaining. Paulus erklärt hier: For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde.
Now I remember when I started reading the Bible and I read this text, I said, this is good news. Ich erinnere mich noch, als ich anfing, die Bibel zu studieren, und dann kam ich zu diesem Text, dann habe ich gesagt, wow, das ist eine gute Nachricht. So Jesus knows the struggle we all go through. Also Jesus kennt diese Kämpfe, die wir alle durchmachen. Every single one of us. Jeder einzelne von uns. But we need to clearly understand what is that struggle. Aber wir müssen besser verstehen, worin besteht dieser Kampf. Now Jesus came as a man. Jesus kam als Mensch. In fact, he came in sinful flesh. Ja, er kam im sündigen Fleisch. Is that good news? Ist das gute Nachricht? It's good news. Ja, das ist gut. It means that he came and he was willing to take the risk. Das bedeutet, er kam und war bereit, dieses Risiko einzugehen. Turn with me to Romans chapter 8 verse 3. Schlag mit mir auf Römer 8 Vers 3. And it says, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde oder des sündigen Fleisches für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte. Did you know that keeping the law can't save you? Wusstet ihr, dass ihr durch das Gesetz halten nicht gerettet werden könnt? Do you know that? Wisst ihr das? If you don't know that, well, I'm telling you now, keeping the law cannot save you. Wenn ihr es noch nicht wusstet, dann sage ich es euch jetzt: Das Gesetz zu halten kann euch nicht retten. You can keep the Sabbath for the rest of your life. If you're disobedient to God in other elements of your life, you will die. Ihr könnt den Sabbat halten bis ans Ende eures Lebens. Wenn ihr irgendwo in eurem Leben Gott nicht gehorcht, dann werdet ihr sterben. But we keep the law because God loves us. Aber wir halten das Gesetz deswegen, weil Gott uns liebt. And I want to be obedient to him. Und ich möchte ihm gehorchen. Because I love him. Weil ich ihn auch liebe. And I think he loves me enough that he knows if I break the law, some bad stuff's going to come upon me. Und ich denke, er liebt mich so sehr, dass er weiß, wenn ich das Gesetz einfach übertrete, dann hat das negative Folgen für mich. So he's saying, look, be obedient to me and you will be okay. Und deswegen sagt er, gehorche diesem Gesetz, dann geht es dir gut. So I don't keep the law because the law saves me. Ich halte das Gesetz also nicht, um dadurch erlöst zu werden. I keep the law because God loves me and he says he will save me. Sondern ich halte das Gesetz, weil Gott sagt, dass er mich liebt und dass er mich rettet. And he says in following me, und er sagt, wenn du mir nachfolgst, keep the law. Dann hältst du das Gesetz. And when you keep the law, und wenn du das tust, as I give you the strength to be obedient, wenn ich dir die Kraft gebe, gehorsam zu sein, you will live in the light of the law. Dann lebst du im Licht des Gesetzes. So the law will no longer tell you, you deserve death because you've broken me. Und dann wird das Gesetz dir nicht länger sagen, du verdienst den Tod, weil du mich übertreten hast. It will say you deserve life because you've been obedient through the power of Jesus Christ. Sondern es wird sagen, du verdienst das Leben, denn durch die Kraft Jesu Christi bist du gehorsam. Who wants that? Wer wünscht sich das? Good, I want that too. Now, the rest of the text goes on to speak about Jesus condemning sin in sinful flesh. Nun, der Text hier sagt weiter, dass Jesus die Sünde verurteilt hat im Fleisch, im sündigen Fleisch. Now, I want you to imagine the flesh, your weaknesses, the struggles we go through in this body. Nun, jetzt wollen wir uns mal vorstellen, was ist dieses Fleisch? Das ist unsere menschliche Schwachheit in unserem Körper. Your carnal nature. Also unsere fleischliche Natur. I want you to imagine that that is like Syria right now. Syria. Yes, yeah, Syria. Ich möchte euch, ja, stellt euch jetzt mal einen Moment vor, dass dieses Fleisch wäre Assyria? Syria. Wäre where the war is happening. Wäre Syrien, also jetzt das Land, wo der Krieg. And you've got all of these people fighting against each other. Und ihr wisst, da sind viele verschiedene Kriegsparteien, die sich bekämpfen. Would you go there? Würdet ihr gerne dorthin gehen? There's no way I'm going to Syria. Nein, niemand kriegt mich nach Syrien. But imagine they said you go there alone. Aber stellt euch vor, sie sagen, du gehst dort alleine hin. And the only weapon you have is faith. Und die einzige Waffe, die wir dir mitgeben, ist der Glaube. And if you go by faith, you will conquer everything. Und wenn du jetzt diesen Glauben nimmst, dann wirst du überall siegen. Would you go? Würdet ihr gehen? I think some of us would be like Jonah. Ich denke doch, einige von uns wären eher wie Jonah. Start buying tickets to everywhere else and everything you go on starts crashing. Sie würden ein Ticket in die Gegenrichtung kaufen und alles, was ihr dann anfasst, das geht schief.
But Jesus coming in sinful flesh. Aber Jesus kommt in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. And conquering sin in the flesh. Und er überwindet in diesem Fleisch die Sünde. Is like a man going into Syria and defeating everybody. Das ist wie ein Mann, der nach Syrien geht und dort alle besiegt. And that's what he did for you and I. Und das hat er getan für dich und mich. So if he can do it, so can we. Also wenn er es tun kann, dann können wir es auch so. Now Jesus didn't even do this in his own strength. Und selbst Jesus hat das ja nicht vollbracht in seiner eigenen Kraft. He could have done. Das hätte er tun können. But he had to choose not to. Aber es war seine Entscheidung, das nicht zu tun. He had to put complete trust in the power of God. Er musste vollständig sein Vertrauen auf die Kraft Gottes setzen. And this is what he invites us to do as well. Und genau dazu lädt er auch uns ein. Now I'm sure every one of us wants to put complete trust in the power of God. Nun, ich bin sicher, dass jeder von uns sein ganzes Vertrauen auf die Kraft Gottes setzen möchte. Go with me over to 1 John chapter 4, verse 2 to 3. Schlag mit mir noch einmal auf 1. Johannes 4, Vers 2 und 3. 1 John 4, 2 to 3. 1. Johannes 4, Vers 2 und 3. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. And this is that spirit of Antichrist whereof ye have heard that it should come, and even now is it already in the world. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Jesus came in the flesh. Jesus kam im Fleisch. And anybody who tells you that he wasn't just like you and me, und jeder, der euch sagt, dass er nicht wie du oder ich war, direct them back to the Bible. Dann weist sie auf die Bibel hin. Amen. Amen. Jesus came in the flesh. Jesus kam im Fleisch. The Bible says he came in sinful flesh. Und die Bibel sagt sogar, er kam im Fleisch der Sünde. And he defeated sin in that flesh too. Und in diesem Fleisch errang er den Sieg über die Sünde. I'm going to repeat some things over and over and over again. Einige Dinge werde ich immer und immer wiederholen. Just to make sure some of those important points stick in the head. Denn ich möchte sicher sein, dass einige dieser wichtigen Punkte auch hängen bleiben. Amen. Amen. So we know that Jesus Christ came in the flesh. Wir wissen also, Jesus Christus kam im Fleisch. Now from the book Desire of Ages, page 117, paragraph 2. Jetzt lese ich etwas aus dem Buch Das Leben Jesu, Seite 117 im Englischen. It says, but our Savior took humanity with all its liabilities. Und da steht, ich versuche jetzt direkt aus dem Englischen zu übersetzen, aber unser Heiland nahm die Menschheit an mit ihrer ganzen Hypothek, ihrer Vorbelastung. He took the nature of man with the possibility of yielding to temptation. Er nahm die Natur des Menschen an mit der Möglichkeit der Versuchung zu erliegen. We have nothing to bear which he has not endured. Wir haben nichts zu ertragen, was er nicht auch durchgemacht hat. Doesn't that give comfort to you? Ist das nicht ein Trost? Für dich? I've been in some Sabbath school classes at times when they've been debating, could Jesus have sinned? Could he not have sinned? Ich war manchmal in Bibelschulgruppen, da hat man darüber diskutiert, konnte Jesus wirklich sündigen oder vielleicht nicht? Then you read the quote. Dann liest man das Zitat. You show some scriptures. Oder auch einige Bibeltexte. They're asking the question all over again. Und dann kommt dieselbe Frage schon wieder auf. Like, do you not believe what's already written? Dann frage ich mich, glaubst du das nicht, was jetzt hier steht? Do you think Satan's going to waste his time trying to tempt Jesus if he knew he wouldn't sin? Glaubt ihr, dass Satan seine Zeit damit verschwendet hätte, Jesus zu versuchen, wenn er gewusst hätte, er kann ja gar nicht sündigen? Jesus could have sinned. Jesus hätte sündigen können. But then you read the text that says, but God cannot be tempted. Aber dann lesen wir natürlich den Vers, wo es heißt, Gott kann nicht versucht werden. And then someone says, and Jesus was God in the flesh. Und dann sagt jemand, aber Jesus war ja der Mensch gewordene Gott. So we have to consider that as we go through this study. Also müssen wir darüber auch nachdenken in unserem Studium. Could Jesus have used his divinity at any time? Hätte Jesus jederzeit auf seine Göttlichkeit zurückgreifen können? If he did, could we have been saved? Aber hätte er es getan, hätten wir dann erlöst werden können?
if he used his divinity when God would have promised that they wouldn't have done so, would he have sinned by being himself? A little simpler, please. We're in Germany. Oh, okay, okay, okay. We agree Jesus could have used his divinity. Also wir sind uns einig, Jesus hätte seine Gottheit gebrauchen können. If he had used his divinity, we agree we would not be saved. Und wir waren uns auch einig, hätte er diese Gottheit gebraucht, hätte er uns nicht retten können. So would using his divinity when he had promised he wouldn't. Mhm. Also wenn er das Versprechen, die Zusage gemacht hatte, ich werde meine Gottheit nicht gebrauchen, und er hätte sie doch gebraucht. Would that have placed him at odds with God? Hätte er damit, wäre damit in Widerspruch zu Gott geraten? You don't seem sure. Ihr überlegt? Let me word it in another way. Would it have placed him at odds with God's will? Ich sag's mal so, hätte es ihn in Widerspruch gebracht zum Willen Gottes, zu seinem Plan? Ah, so we agree. Ja, jetzt sind wir uns einig. So could it be that the keeping and following of God's will is where the main argument is? Also könnte es eigentlich darum gehen in dem ganzen Streit, ob jemand Gottes Willen einhält oder eben nicht? Now you're looking at me like, hmm. Ihr schaut nachdenklich. Let's continue. Machen wir weiter. Christ, the book Christ Triumphant, page 213. Das aus dem Andachtsbuch Christ Triumphant, gibt es das im Deutschen? Ja, genau. Christus ist Sieger. That und zwar die Seite 213. As God, he could not be tempted. Als Gott konnte er nicht versucht werden. But as a man, he could be tempted. Aber als Mensch konnte er versucht werden. And that strongly and could yield to the temptations. Und zwar stark. Und er hätte der Versuchung auch nachgeben können. Now listen very carefully. Bitte hört genau zu. His human nature was created. Seine menschliche Natur war geschaffen. That's why in the book of Psalms he'd say, "A body thou hast prepared for me." Deswegen sagt er in dem Psalm, du hast mir einen Leib bereitet. It did not even possess the angelic powers. Und es war nicht mal auf einer Stufe mit der Kraft der Engel. He would redeem Adam's disgraceful failure and fall. Er sollte Adams unschönes Versagen und seinen Fall wieder gut machen. In our own humanity. In unserer eigenen Menschheit. When I read this, I said, "Oh, wow." Und als ich das las, dachte ich mir, wow. It says a human body and a human mind were his. Dann sagt sie weiter, er besaß einen menschlichen Körper und einen menschlichen Geist. That makes sense? Verständlich? Listen to this. The Desire of Ages, page 49. Wieder aus dem Leben Jesu, Seite 49 im Englischen. Like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of heredity. Wie jedes Kind Adams akzeptierte er die Folgen die Auswirkungen des großen Gesetzes der Vererbung. What these results were is shown in the history of his earthly ancestors. Und was diese Auswirkungen waren, das sieht man in der Geschichte seiner irdischen Vorfahren. He came with such a heredity to share our sorrows and temptations. Mit so einer Erbschaft kam er, um unsere Schmerzen und Versuchungen zu teilen. And to give us the example of a sinless life. Und uns das Vorbild eines sündlosen Lebens zu geben. It would do you well to study Matthew chapter 1 and Luke chapter 3. Es würde uns gut tun, dass wir Matthäus 1 und Lukas 3 studieren. And you look at some of the kings and some of the other people in his line. Schaut euch da den Stammbaum an und einige der Könige und anderen Leute darin. Now heredity, I don't have time to go into heredity. Nun, wir haben jetzt nicht die Zeit, uns genauer zu beschäftigen mit Vererbung. But there are things that we carry. We're made up of generations. Aber es ist so, dass wir in uns etwas tragen, was Teil war der vorigen Generationen. So my wife and I, we've had a beautiful son called Israel. Meine Frau und ich, wir haben einen wunderbaren Sohn, er heißt Israel. Now, people who know just my wife and I or our parents will say, "Oh, he looks like you," or "He looks like his mom."
Leute, die jetzt nur mich oder meine Frau kennen oder zum Beispiel unsere Eltern, die sagen dann manchmal, er sieht aus wie der Papa oder wie die Mutter. There's times when he fixes his face in a certain way and he reminds me of my mom. Manchmal hat er so einen bestimmten Gesichtsausdruck drauf, dann erinnert er mich an meine Mutter. Another time of my father. Manchmal sehe ich meinen Vater in ihm. Another time of my grandmother. Oder auch mal meine Oma. That's all I know. Das ist das, was ich sehe. Now somebody who knew my grandfather. Nun, jemand, der vielleicht meinen Großvater kannte. And he's the only person who said this to me. Und das war der einzige, der mir das je gesagt hat. He looked at Israel. Er sah Israel an. And he said he looks like your grandfather. Und er sagte, er sieht aus wie dein Großvater. I said, really? Ich sagte, wirklich? And I'm looking at Israel and I'm like, maybe. Und ich schaute ihn dann an, den Israel, und sagte, könnte sein. But I'm thinking, no, me, he looks like me. Und, aber dann habe ich gedacht, nein, er sieht aus wie ich. So there's things that we carry down. Also da gibt es Dinge, die werden weitergetragen. Now, there was a time when I was walking down the road with my hands behind my back and I was walking like this. Nun, ich bin mal die Straße lang gegangen und hatte die Hände verschränkt auf dem Rücken so. I do it sometimes when I'm thinking. Das mache ich manchmal, wenn ich nachdenke. And my mother laughed at me. She, when I came back and I spoke with her, she was laughing. Und meine Mutter, als ich zurückkam und wollte mit ihr reden, da lachte sie. And she said, I said, what's so funny? Und sie sagte, ich fand das jetzt witzig. She said you was doing that walk exactly like your grandfather. She saw Israel. No, she saw me. Ah, okay. Yeah. She saw me ja, walking sie hat like my zu mir gesagt, also du gehst genauso wie dein Großvater. Now what this hit home for me because it showed me that there are things I can do that maybe others in the past did. Und das hat sich mir so eingebrannt irgendwie, weil ich in dem Moment begriffen habe, ich kann Dinge tun, die kommen von anderen Generationen vor mir. Now, do I have the choice to walk like this or to walk like this? Nun, ist es meine freie Entscheidung, ob ich jetzt so laufe oder so? It's free choice. Natürlich. I don't walk like this very often, so it's not something I do all the time. Also, ich laufe auch nicht immer so, das ist nicht, dass ich da gezwungen bin. But if I chose to do it more, what I would be doing is cultivating what I already have in me. Aber wenn ich mich entscheiden würde, das immer wieder zu machen und öfter, dann was würde passieren? Ich würde etwas, was in mir schon vorhanden ist, noch weiter kultivieren. Now, do you think that there were some bad people in the line of Jesus Christ? Nun, gab es in dem Stammbaum Jesu auch einige schlechte Menschen. You read about Manasseh. Manasseh sinned so badly that when he repented, God was still punishing the people for the sins he did. Wir lesen zum Beispiel von Manasseh und seine Sünden waren so schlimm, er hat sich zwar am Ende bekehrt, aber Gott musste trotzdem seine Nachkommen und das ganze Volk dafür bestrafen. Pretty deep. Das ist tief. Those temptations may have come, but Jesus had the power to say no. Das heißt, auch Jesus hatte mit Versuchungen zu tun, ähnlicher Art, aber er hatte die Freiheit und die Kraft zu sagen nein. So every one of us has the power to say no. Und so hat auch jeder von uns die Kraft, nein zu sagen. So don't let people come to you saying, oh, you will have to commit this sin because it's in your family. Also niemand sollte euch erzählen, ja, du musst einfach so sein. Diese Sünde kannst du einfach nicht lassen. Das ist genetisch in deiner Familie. You are part of a new family. Denn du bist jetzt Teil einer neuen Familie. And God gives you the power to live according to the rules of that family. Und Gott gibt dir die Kraft, nach den Regeln der neuen Familie zu leben. Do we say amen? Könnt ihr Amen dazu sagen? Now there's four things I want to quickly explain to you. They are heredity, passion, propensity and tendency. Jetzt gibt's vier Begriffe, die wollen wir kurz erklären. Da geht's um Vererbung, um Leidenschaften, um Neigungen und Tendenzen. Sozusagen. I hope you're all praying for me. Und ich hoffe, ihr betet jetzt für mich. 45 minutes and 19, 18, 17, 16 seconds. Wir haben nur noch 45 Minuten übrig. Heredity, also Vererbung, is the passing on of physical or mental characteristics genetically from one generation to another. Ist das genetische Weitergeben von körperlichen und geistigen Merkmalen von einer Generation zur nächsten. It's the relative influence of heredity and environment. Das ist der relative Einfluss von Vererbung und Umgebung. So this stuff passes on. Also, das wird immer weitergegeben. Passion.
Eine Leidenschaft, eine Passion. Is a strong and barely controllable emotion. Das ist eine Emotion, die ist stark und nur schwer zu zügeln. Do you have some uncontrollable passions? Habt ihr auch Emotionen, die ihr kaum zügeln könnt? I'm guessing nobody would say yes, I do. Wahrscheinlich traut sich jetzt niemand ja zu sagen. But those uncontrollable things can be controlled. Aber diese kaum zu beherrschbaren Dinge, die können doch beherrscht werden. Propensity. Jetzt kommt Neigung. Is an inclination or natural tendency to behave in a particular way. Das ist eine Neigung oder eine natürliche Veranlagung, dass man sich auf eine bestimmte Weise verhält. For example, somebody may have the propensity for violence. Zum Beispiel könnte man sagen, jemand hat eine Veranlagung zur Gewalttätigkeit. And then we have tendency. Und dann haben wir die Tendenzen. Which is an inclination towards a particular characteristic or type of behavior. Ja, das ist auch eine Neigung zu einem bestimmten Wesenszug oder zu einer bestimmten Verhaltensweise. For example, for students there is a tendency to socialize in the evenings. Zum Beispiel, Studenten haben die Neigung, sie machen das gerne, dass sie am Abend Gemeinschaft haben, zusammen sich treffen. So I've noticed in the evening when the meeting has finished. Also mir ist aufgefallen am Abend, wenn unsere Versammlung vorbei ist, there's a tendency for the people to come together and hang around outside. Dann ist diese Tendenz da, die Leute machen das gerne, dass man draußen noch zusammensteht und sich unterhält. And the more you do it is the more you enjoy it. Und je mehr man das tut, desto mehr Freude hat man dran. Unless there's rain. Außer es regnet. So I hope those points will make sense and understanding those points will help you when studying this topic through the Bible and Ellen White's writings. Also ich hoffe, diese Begriffsdefinitionen helfen euch und ihr könnt sie auch nachvollziehen, denn das brauchen wir, um das dann näher zu studieren in der Bibel und im Geist der Weissagung. Now would you like to know what the spirit of prophecy says about overcoming these points? Würde es euch interessieren, was Ellen White schreibt darüber, wie man diese Punkte überwinden kann? Who would like to admit and say I have some tendencies and passions and things going on in my life that I'd like to overcome? Wer wäre so mutig zuzugeben, ja, ich habe tatsächlich irgendwelche Neigungen und Leidenschaften, die würde ich gerne überwinden. So listen to this. Patriarchs and Prophets, page 45. Dann hört gut zu. In Patriarchen und Propheten, Seite 45. Speaking of Adam before his fall. Da geht es um Adam vor dem Sündenfall. It says that his appetites and passions were under the control of reason. Da heißt es, dass seine Triebe oder Antriebe, seine Bedürfnisse und seine Leidenschaften unter der Herrschaft der Vernunft standen. Now some of you might say, well, duh, that was before the fall, of course it was. Und einige sagen jetzt vielleicht, das ist doch klar, das war vor dem Sündenfall. Let's find an example after the fall. Also in Acts of the Apostles 314 finden wir mal so eine ähnliche Aussage, die bezieht sich auf nach dem Sündenfall. Speaking of Paul the Apostle, hier geht's um Paulus, Apostelgeschichte. It says his words, his practices, his passions. Das Wirken der Apostel, Seite 314, und dort heißt es, seine Worte, seine Verhaltensweisen, seine Leidenschaften, all were brought under the control of the Spirit of God. Wurden alle unter die Herrschaft des Geistes Gottes gebracht. Amen. I love this technical team. Ich liebe unsere Techniker. So, what we see is that our passions need to be under the control of principle. Was bedeutet das? Die Leidenschaften, die wir haben, müssen unter die Herrschaft von Prinzipien gebracht werden. Now what happened at the fall was that passions took the place of controlling and they began to control principles, their decisions, their appetites. Was ist eigentlich beim Sündenfall passiert? Dass die Leidenschaften im Menschen, sie wurden vertauscht mit unserer Vernunft und jetzt waren sie an oberster Stelle und haben die Herrschaft ausgeübt. For example, zum Beispiel, is it okay to have 2 to 3 meals a day. Ist es okay, wenn man 2 bis 3 Mahlzeiten täglich hat? And our passions, our desires, they tell us I need to eat. Und unsere Leidenschaften, unsere Bedürfnisse sagen mir, ich möchte was essen. Is there anything wrong with that? Ist das irgendwie falsch? No, when you're hungry, you're hungry. Nein. I can't wait till we get to heaven. Wir haben Hunger, das ist in Ordnung. Ich freue mich schon auf den Himmel so sehr. I won't have to, I'll just be
okay. No, you didn't finish the sentence. Yeah, I can't think of it. Im Himmel wird einfach alles gut sein. Now, is it okay to have continual meals every single hour throughout the day and the night? Ist es in Ordnung, wenn man jede Stunde eine neue Mahlzeit hat, und zwar auch nachts? But what tells you it's wrong? Aber warum? Woher wisst ihr das? Some principles. Das wisst ihr aus Prinzip. Some guidelines, and you know it's blatantly not good for your health. Denn es gibt gewisse Regeln und ihr wisst, das ist absolut ungesund. Now, do you think that there are some people who struggle with that? Nun glaubt ihr, Leute, dass es Menschen gibt, die genau damit zu kämpfen haben? Don't one like you don't struggle too. Ja, vielleicht ihr habt auch damit zu tun, klar. That night time when you woke up and you feel hungry. Ja, dass ihr nachts irgendwann abends aufwacht und da ist dieses Hungergefühl. And there's some lovely leftovers. Und da ist doch noch was übrig von diesem leckeren. Fall down on your knees and ask for the victory. Wenn euch das passiert, geht auf die Knie und bittet um den Sieg. Now, principle is to control our passions. Unsere Leidenschaften sollen beherrscht werden von dem Prinzip. But when passions is controlling principle, aber wenn die Leidenschaft über den Grundsätzen steht, that's when you start seeing things like smoking packets that say this will kill you. Dann seht ihr so eine Zigarettenschachtel und da steht drauf, Rauchen tötet. And you say, I still want it. Und ihr nehmt sie und raucht trotzdem. I need that thing. Ich brauche das. Something else is controlling your principles. Also deine Grundsätze werden von irgendwas Stärkerem beherrscht. And that's appetite. Und das ist dieses Verlangen, die Begierde. Does that make sense? Macht das Sinn? Good. We continue. Gehen wir weiter. Propensity. Die Neigung oder die. It says in Testimonies, Volume 3, page 491. Oder auch Veranlagung. Also wir lesen da in den Zeugnissen, Band 3, 491. Enabling men to bring all their propensities under the control of the higher powers, which would be principles. Der Mensch wird befähigt, all seine Neigungen und Veranlagungen unter die Herrschaft höherer Kräfte zu bringen. Und damit ist natürlich der Verstand gemeint. So what I'm trying to get across to you today is that all of the things that we would usually say is a reason why I can't stop doing it. Warum gehe ich das alles mit euch durch? Ich möchte euch klar machen, dass all die Dinge, die wir schnell als Entschuldigung vorbringen, warum ich dies oder jenes nicht aufhören kann, through the power of God's Holy Spirit, he can give us the strength to overcome them. Da kann Gott dir und uns durch die Kraft des Heiligen Geistes die Stärke geben, das zu überwinden. Now, we know that Christ could have sinned, he could have fallen. Nun, wir wissen, Christus hätte sündigen können, er hätte fallen können. In the book Faith I Live By, in dem Buch The Faith I Live By, page 49, Seite 49, it says, but not for one moment was there in him an evil propensity. Da wird über Christus gesagt, nicht einen Moment lang existierte in ihm eine böse Neigung oder now, böse Veranlagung. Now remember, if propensity is an inclination or a natural tendency to behave in a particular way, also, like being violent. Ja, wenn es also darum geht, was heißt dieses Wort Neigung? Es geht darum, dass man eine Veranlagung hat, eine gewisse Prädisposition, danke, das kann man auch sagen, zu einer bestimmten Verhaltensweise, zum Beispiel Gewalttätigkeit. What I am taking from the quote is that Jesus didn't practice anything evil to have that propensity to do what's bad. Was dieses Zitat eigentlich, wie ich das verstehe, ist, dass Jesus tat niemals etwas Böses und darum hatte er auch nicht eine Leidenschaft, Neigung, die aus dem Böses tun entsteht. So our passions, our propensities, our tendencies all have to be brought under the control of the power of God. Das heißt, unsere Leidenschaften, unsere Neigungen, unsere Veranlagungen, alles soll jetzt unter die Macht des Heiligen Geistes gebracht werden. Listen to this, it says in Testimonies, Volume 4, page 235. Lesen wir noch etwas aus den Zeugnissen, Band 4, Seite 235. That your passions and appetites may be subject to the control of reason. Deine Leidenschaften, deine Begierden, dein Verlangen soll der Kontrolle des Verstandes unterstellt werden. Now listen carefully. Hört genau zu. Our natural propensities must be controlled or we can never overcome as Christ overcame. Unsere natürlichen Neigungen und Veranlagungen müssen beherrscht werden, sonst können wir niemals so überwinden, wie Christus überwand. In brackets put Revelation 3 verse 21. In Klammern könnt ihr jetzt hinzufügen, Offenbarung 3, 21.
overcome. Überwinden. As I have overcome. Überwinden, wer überwindet, so wie ich überwunden habe. The word overcome, as it's written in the verb, it means to continue overcoming. Und dieses Überwinden, wie es dort grammatisch steht im Grundtext, das bedeutet kontinuierlich, immer wieder, beständig überwinden. God can give you the power today to never go back. Gott kann dir heute die Kraft geben, es nie wieder zu tun. But there's other things we need to look at. Aber wir müssen uns noch mit anderen Dingen beschäftigen. Did Jesus follow his own will? Hat Jesus seinem eigenen Willen gefolgt? You don't seem sure. Ihr seid unsicher? The answer is a big no. Die Antwort ist ein großes Nein. Could he have followed his own will? Hätte er seinem eigenen Willen folgen können? Yes. Turn with me to John chapter 4, verse 34. Schlag mit mir auf Johannes 4, Vers 34. Jesus saith unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. For your own personal study, write down John 5 verse 30 and Hebrews 10 verse 9. Für euer persönliches Studium könnt ihr noch hinzufügen Johannes 5 Vers 30 und Hebrews 10 verse 9. Jesus chose to follow the will of God. Jesus entschied sich, dem Willen Gottes zu folgen. And this left us an example that we also are to follow. Und hat uns damit ein Beispiel gegeben, das auch wir nachahmen sollen. Now was he tempted to follow his own will? Nun, war es für ihn eine Versuchung, seinem eigenen Willen zu folgen? Yes, he was. Ja, er wurde versucht. Let's go over to Matthew chapter 4. Schlagen wir Matthäus 4 auf. And we read of the temptations. Und gehen zu den Versuchungen. In Matthew 4 verse 3 to 4. In Matthäus 4 Vers 3 und 4. It says, and when the tempter came to him, he said, if you be the son of God, command that these stones be made bread. Da lesen wir, und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. The person who can turn bread to stones, can you, no, stones to bread. Someone joked with me once and said, we can't turn stones to bread, but some people can turn bread to stones. Ja, es war gerade ein Versprecher über jemanden, der aus Brot Steine machen kann. Jesus konnte aus Steinen Brot machen, aber manchmal gibt es Menschen, die können aus Brot Steine machen. But the person who's able to turn stones to bread, can you raise your hand? Aber gibt es hier irgendjemand, der aus Steinen Brot machen kann? Könnt ihr euch melden? No one can. Niemand kann das. It's not a normal temptation for us. Das ist für uns keine normale Versuchung. But for Jesus. Für Jesus schon. It was a huge temptation. Es war eine große Versuchung. Was he hungry? War er hungrig? Was he weak? War er schwach? Could he have done it? Hätte er es tun können? If he had done it, what power would he have been using? Hätte er es getan, welche Kraft hätte er dann gebraucht? His divine self. Sein göttliches Ich. Now if he used it, what would have happened to the plan of salvation? Was wäre dann passiert mit dem Erlösungsplan? It would have been finished because none of us can do that. Es wäre vorbei gewesen, denn wir hätten ihm nicht mehr folgen können in diesem Beispiel. So Jesus dealt with the temptations on the ground that we all have to deal with temptation. Das heißt, Jesus ist den gleichen Versuchungen ausgesetzt worden wie wir vom Prinzip her. It is written. Er ist damit so umgegangen, wie wir es auch tun sollen. Every one of the three temptations, it is written. Bei jeder der drei Versuchungen hat er gesagt, es steht geschrieben. Satan was tempting Jesus. I call it the ifs of Satan. Jesus ist genauso versucht worden von Satan wie wir. Ich nenne es immer dieses Wenn der Versuchung. He told him in verses 6 and 7, oh, if you be the son of God, just cast yourself down. God will send the angels. Also in Vers 6 und 7, da sagt er, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich doch hinab, denn Gott wird schon seine Engel herbeirufen. But Jesus told him in verse 7, it is written. Und Jesus antwortet in Vers 7, es steht geschrieben. Don't tempt the Lord your God. Du sollst den Herrn nicht versuchen, dein Gott. The third temptation. Dann die dritte Versuchung. All these things will I give you if you will fall down and worship me. Ich werde dir das alles geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.
Jesus says, it is written. Und Jesus antwortet, es steht geschrieben. Worship the Lord your God. Bete Gott deinen Herrn an. Then when you get to Matthew 27 verse 40 to 42, und wenn wir dann Matthäus 27 lesen, Vers 40 bis 42, through the people Satan tempted Jesus and said, if he is the Son of God, come down from the cross. Hat Satan erneut Christus versucht mit dem Wenn, diesmal durch die Menschen, die gesagt haben, wenn du Gottes Sohn bist, steig doch herab. Do you think he tempted the other two criminals with the same temptation? Meint er, dass er vielleicht die anderen Verbrecher links und rechts mit derselben Versuchung versucht hätte? No, because they can't do it. Nein, weil sie das nicht hätten tun können. There are some other things that we can do. Es gibt andere Dinge, die können wir tun. But to use divinity is impossible for us because we can't do that. Aber natürlich sind wir nicht göttlich und können auch keine Göttlichkeit einsetzen. Jesus's biggest temptations from Satan was always to use his divinity. Die größte Versuchung, die Satan an Jesus herantrug, war immer: Gebrauche deine Göttlichkeit. Now, do you not think that Jesus knew when it was possible to use it? Nun, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass Jesus genau wusste, wann das gut gepasst hätte, jetzt seine göttliche Kraft zu gebrauchen? The Garden of Gethsemane. Zum Beispiel im Garten Gethsemane. Jesus said, "Do you not think I can call for 12 legions of angels right now?" Da stellt Jesus die Frage, weißt du nicht, ich könnte jetzt 12 Legionen Engel herbeirufen? Jesus knew that he was the commander of the heavenly host. Er wusste doch, er war der Oberbefehlshaber der himmlischen Herrscher. When you read early writings and Desire of Ages, wenn wir Erfahrungen und Gesichte lesen und das Leben Jesu, it's actually quoted to say that when those angels heard him say that, und da wird sogar zitiert, sie führt das aus und sagt, als die Engel ihn das sagen hörten, that some of their faces were animated. Dass Bewegungen in ihre Gesichter kamen. Because they longed to come down and rescue their Lord from the wicked mob. Denn sie sehnten sich genau danach, jetzt dort runterzugehen und ihren Herrn zu erretten von diesem bösen, von dieser bösen Horde. But there were higher commanding angels holding them back, saying it's not possible because the will of God will not go through. Aber dann gab es höher gestellte Engel in der Hierarchie und die haben gesagt, stopp, das ist nicht möglich, sonst kann der Wille Gottes nicht in Erfüllung gehen. Imagine if we could have seen what was taking place. Stellt euch vor, wir hätten diese Szenen beobachten können. You've probably got Gabriel leading the rest of the other leaders and telling them, just tell them to calm down. Vielleicht Gabriel, der da ganz oben steht und den ganzen anderen Engeln, den führenden Engeln sagt, geht hin und beruhigt sie. The Father's will has to go through. Der Wille des Vaters muss geschehen. Do you not think it was hard? Denkt ihr nicht, dass es schwer war? I can imagine probably Gabriel just struggling to not want to go down. Und ich kann mir vorstellen, dass es selbst für Gabriel ein inneres Ringen war. Er wäre selber gerne runtergegangen. If Jesus had said, come, hätte Jesus gesagt, kommt. Those angels that wanted to go, dann wären die Engel, die so gerne gehen wollten, could easily have said, well, in the line of hierarchy, he's higher than all of us. Dann hätten die Engel sagen können, wisst ihr was? In der Hierarchie steht er über euch allen. But Jesus submitted himself to the thing that's highest of all. Aber Jesus selbst hat sich dem untergeordnet, der Allerhöchste war. The will of God. Es war der Wille Gottes. It's actually written that Jesus knew that the angels were watching. Und wir lesen auch davon, dass Jesus genau wusste, dass die Engel alles beobachteten. But he followed the will of God. Und doch folgte er dem Willen Gottes. So that he could overcome in all the points that we need to overcome. Damit er all diese Dinge so überwinden konnte, wie wir es können. Now I want you to imagine. Jetzt stellt euch einmal vor, that every single sin that you've ever committed, dass jede einzelne Sünde, die ihr je begangen habt, could be gathered underneath three points. Unter drei Punkten zusammengefasst werden könnte. Go with me over to the book of 1 John chapter 2 verse 16 to 17. Schlag mit mir zusammen auf 1. Johannes 2 Vers 16 und 17. And it says, hier steht, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Verse 17 is very important. Und Vers 17 ist ganz wichtig. And the world passeth away, and the lust thereof. Und die Welt vergeht und ihre Lust. But he that doeth the will of God abides forever. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. So in order to overcome, we need to
follow the will of God. Also wenn wir überwinden wollen, dann müssen wir dem Willen Gottes folgen. Every single thing that you've ever done in your life comes under one of those three banners. Und alles Böse, was ihr je irgendwann in eurem Leben getan habt, das lässt sich unter diesen drei Punkten zusammenbringen. Whether it's the lust of the flesh, the lust of the eyes, or the pride of life. Entweder die Lust des Fleisches oder die Lust der Augen oder der Stolz des Lebens. It comes underneath one of them. Es passt zu einer dieser drei Kategorien. So when my friend said to me, "Oh, Jesus has done every single thing. He's in every way that I've ever been tempted. He's overcome." Also als diese liebe Schwester mir sagte, ja, Jesus hat alles genauso durchgemacht wie ich in allen Einzelheiten und er hat überwunden. Though when I challenged her, she couldn't give me a direct answer. Obwohl sie damals, als ich ein bisschen nachbohrte, mir keine klare Antwort geben konnte, I agree. Stimme ich mit ihr überein. Because everything we've done comes underneath those three points. Denn alles, was wir je getan haben, passt zu diesen drei Punkten. All that's happened is over time, as things have developed, alles, das passiert ist, dass mit der Zeit, wo sich die Dinge entwickelt haben, there has been an introduction of new things. Dass die Menschheit hat sich entwickelt und es wurden einfach neue Dinge entdeckt und erfunden. There are people who will spend their whole day on their phone and won't spend any time in the Bible. Es gibt Leute, die haben den ganzen Tag ihr Handy in der Hand und sie schauen nicht einmal in die Bibel. There's times when I know people that have just been scrolling and I've said, "What are you looking at?" And I said, "I don't know." Es gibt Leute, die waren die ganze Zeit am Blättern und ich habe gefragt, "Was guckst du denn gerade an?" Und sie sagten, "Keine Ahnung." The lust of the eyes. Das ist die Lust der Augen. You have the lust of the flesh coming up in other elements and the pride of life in other elements of our walking about daily. Ja, und die Lust des Fleisches, das finden wir wieder in anderen Bereichen unseres Lebens. Oder der Hochmut, der Stolz des Lebens. I have two key quotes to read with you right now. Und ich möchte jetzt zwei wichtige Zitate dazu lesen. Testimonies Volume 3, page 372. Zeugnisse Band 3, Seite 372. Ellen White says that Christ endured these three great leading temptations. Da sagt sie, Christus machte diese drei großen Hauptversuchungen durch and overcame in behalf of man und überwand sie um des Menschen willen. Working out for him a righteous character. Und er bewirkte dadurch für ihn oder formte für ihn einen gerechten Charakter. Because he knew man could not do this of himself. Weil er wusste, dass der Mensch das aus eigener Kraft nicht fertig bringen konnte. He knew that upon these three points, Satan was to assail the race. Und er wusste, dass in diesen drei Bereichen Satan die Menschheit angreifen würde. Christ, my brothers and sisters, overcame. Ihr lieben Geschwister, Brüder und Schwestern, Christus hat überwunden. He overcame by the denial of appetite, prayer and trusting in his Father's will. Er hat überwunden, indem er etwas verleugnet hat, nämlich seine Begierden, sein Verlangen, sein Appetit. Father's will. Okay, also er überwand, indem er seine eigenen Bedürfnisse verleugnet hat oder seine Begierden und durch Gebet und durch Vertrauen in den Willen des Vaters. Who wants to do the same? Wer möchte das auch tun? I want that. Ich will das. Another key quote from the book Confrontation, page 85. Noch ein Schlüsselzitat aus dem Buch Confrontation, Seite 85. Ellen White says that Christ was put to the closest test. Ellen White sagt hier, Christus wurde ganz eng, ganz genau geprüft. Requiring the strength of all his faculties to resist the inclination. Und es war die ganze Kraft all seiner Fähigkeiten nötig, um der Stärke der Versuchung zu widerstehen. That when in danger, dass wenn er in Gefahr war, to use his power to deliver himself from peril and triumph over the power of the prince of darkness. Okay, damit er der Versuchung widerstehen konnte in einer Gefahrensituation, seine eigene Kraft zu gebrauchen, um sich aus der Gefahr zu befreien und über die Macht des Fürsten der Finsternis zu triumphieren. Jesus ist biggest temptation was to use divine power. Jesu größte Versuchung war, seine göttliche Kraft einzusetzen. Can we all agree that Jesus denied himself? Können wir alle einverstanden sein, wenn wir sehen, Christus hat sich selbst verleugnet darin? What do we try and do when we're struggling?
Was versuchen wir eigentlich, wenn wir kämpfen innerlich? Satan won't tempt you to use divine power because you don't have it. Satan wird euch nicht versuchen, göttliche Kraft einzusetzen, denn die habt ihr gar nicht. But he will tempt you to go back to self. Aber er wird euch versuchen, dass ihr wieder zurückfallt auf euer Ich. And Jesus said we should deny self and follow him and take up the cross. Und Jesus sagt, dieses Ich sollt ihr verleugnen. Und so, folgt mir nach und nehmt euer Kreuz auf euch. Can we see powerfully through the word and the spirit of prophecy that it's been very clear that Jesus overcame the lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life. Ist das jetzt für euch, konnte das deutlich werden durch die Bibel, durch den Geist der Weissagung, dass Jesus in diesen drei Bereichen überwunden hat, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Stolz des Lebens? And we all have the privilege and the honor through his power to overcome the three the same. Und es ist unser aller Vorrecht und wir haben die Kraft durch Christus ebenso zu überwinden. Diese Now, drei Punkte. We get to the area of why we struggle. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, der ist stark umstritten. In the beginning we were fearfully and wonderfully made. Okay, why we struggle. Dankeschön. Also wir wollen uns jetzt der Frage widmen, was fällt uns so schwer, wenn wir innerlich kämpfen? Your brain is a powerful and wonderful piece of machinery. Die Bibel sagt uns, Psalm 135, wir sind wunderbar, wunderbar gemacht und unser Gehirn ist so ein Meisterstück. Es hat sehr viel Kraft und wunderbare Zusammensetzung. It weighs about 1.4 kilograms. Es wiegt etwa 1,4 Kilogramm. It's about the size of two of your fists put together. Also etwa so groß, wenn ihr eure zwei Fäuste zusammennehmt. The white matter of the brain. Die weiße Materie im Gehirn. Acts as trunk cabling, which is used to carry signals around the brain. Das ist sozusagen die Verkabelung, und da werden die Signale im Gehirn weitergetragen. Now they say that if this was unraveled, man sagt, würde man diese Bahnen mal auseinanderziehen, it could form a strand long enough to wrap around the world two times. Dann wäre das so lang, das könnte zweimal um den ganzen Planeten Erde laufen. Now I'm no genius at packing. Also ich bin nicht besonders gut beim Packen. But God packed this stuff in our head. Aber Gott hat das alles in unseren Kopf gepackt. If there's anybody's help you need when traveling, also wenn ihr je Hilfe braucht beim Reisen, it's God. Betet. All of that's inside your little head. All das in unserem kleinen Kopf drin. There are about 100 billion brain cells and they're also called neurons. Es gibt etwa 100 Milliarden Gehirnzellen, man nennt sie auch Neuronen. Now neurons send messages along what's called an axon. Und diese Neuronen senden Botschaften, Signale über Axone. Axone. Now the axon reaches out to connect to other brain cells. Und diese, neurons. Diese Axone stellen eine Verbindung her zu anderen Hirnzellen. And once they connect, it's called a synaptic pathway. Und wenn eine Verbindung hergestellt ist, dann nennt man das einen synaptischen Pfad. The more you do that thing, und je mehr man etwas tut, is the stronger that synaptic pathway grows. Desto stärker wächst dieser synaptische Weg. Each neuron, listen to this. Jedes Neuron, hört euch das an, can make 1,000 to several hundred thousand synaptic connections. Kann bis zu 1,000 oder sogar einige 100,000 oder mehrere hunderttausend Verbindungen mit anderen Nervenzellen haben. Imagine that, we're fearfully and wonderfully made. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir sind wirklich wunderbar und beeindruckend gemacht. Your brain has 1,000 plus trillion connections. Unser Gehirn hat etwa, okay, Milliarde, Billion, eine Billiarde. Yeah, the big number. Eine Billiarde, also eine Riesenzahl. So viele Verbindungen gibt's da. And each one of those connections is meaningful. Und jede einzelne dieser Verbindungen hat eine Bedeutung. It has its own history. Da steckt eine eigene Geschichte dahinter. Its own wired purpose. Und da steckt ein Ziel, ein Zweck dahinter. So the moment you start doing something and you keep doing it, it eventually becomes a habit. Also jedes Mal, wenn wir etwas tun und wenn wir es immer wieder tun, wird es zu einer Gewohnheit. Who drove here today? Wer ist hierher gefahren heute? Well, at the week. Oder als das begann? How many times did you press the brake? Wie oft seid ihr auf die Bremse gegangen? You don't know.
I don't care if you try and give me a number. You don't know. Ihr wisst es nicht. Ihr könnt mir jetzt eine Zahl nennen, aber ich weiß, ihr wisst es nicht. You don't know how many times you press the indicator. You don't know how many times you press down on the accelerator. Ihr wisst nicht, wie oft ihr das Gaspedal gedrückt habt oder geblinkt. Because it's a habit. Das ist, macht ihr aus Gewohnheit. You naturally do it. Das ist ganz natürlich. Your brain starts off with a trigger and then it says, I have to complete this all the way to the end. Da kommt einfach nur irgendein Impuls, ein Befehl an das Gehirn und das Gehirn weiß dann schon, was es zu erledigen hat. Now, did you know that your brain penetrates your whole body? Wisst ihr, dass euer Gehirn Verbindung hat mit eurem gesamten Körper? It doesn't just stop in the head. Es ist nicht nur auf den Kopf beschränkt, auf den Schädel. It extends all the way down the tail of your spine. Sondern es wird noch weitergeführt durch unser Rückgrat hindurch. Then from the spinal cord it branches out with a huge maze of nerves all around your body. Und von dem Rückgrat hindurch werden auch Nerven überall in den restlichen Körper hineingeführt. And what it cannot get to by way of the nerves, it sends out chemicals. Und dort, wo keine Nervenverbindung entsteht, werden Botenstoffe ausgeschüttet. And it catches every thought, touch, taste, what you hear, what you smell and what you see. Also alles, was wir irgendwie wahrnehmen durch die Sinne, ob das Augen sind oder schmecken oder riechen. The beating of the heart, the moving of your gut, your brain catches everything. All die Informationen kommen darüber im Gehirn an. And this is all in your head. Alles geschieht im Kopf. That means that the moment we participate in anything. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir an irgendetwas teilnehmen, whether it is good or it is bad, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, you begin forming synaptic pathways in your mind. Da werden als Antwort darauf synaptische Pfade in unserem Kopf gebildet. And the more you do it, is the more they become habits. Und je mehr wir und je häufiger wir das tun, desto mehr wird es eine Gewohnheit. That's where that saying comes from, practice makes perfect. Und daher kommt dieses Sprichwort: Wenn man etwas praktiziert, wird es immer besser. Now I want you to imagine something else. Jetzt stellt euch etwas vor. God is in the Garden of Eden. Gott befindet sich im Garten Eden. He forms Adam and Eve. Er formt Adam und Eva. He breathes into Adam's nostrils the breath of life. Und dann bläst er in die Nase Adams den Odem des Lebens. The blood starts moving in this clay. Und aus der Erde wird ein Mensch und das Blut fängt an zu strömen. I can imagine the angels around looking and saying, "Oh, look at the blood go to his face." Und ich kann mir vorstellen, wie die Engel da rumstanden und sagen, "Schau, wie das Blut in sein Gesicht steigt." His heart starts beating. Das Herz fängt an zu schlagen. They see his hands, fingers twitching. Und dann sehen sie, wie seine Finger so langsam sich bewegen. They see his eyes moving underneath the eyelids. Und unter den geschlossenen Augenlidern sehen sie, wie die Augen hin und her gehen. The breathing begins, his chest inflates and deflates. Er fängt an zu atmen, seine Brust hebt und senkt sich. Then he opens his eyes. Und dann öffnet die Augen. And he calls God God. Und nennt Gott Gott. We were designed to react to divinity. Wir sind dazu geschaffen worden, in eine Beziehung zu kommen mit der Gottheit. God takes him around and God wants to show the whole universe that this creation is working in unison with me. Und Gott führt ihn herum und möchte dem ganzen Universum zeigen, dass dieses Geschöpf, diese Schöpfung ist im Einklang mit mir. He shows Adam around the Garden of Eden. Er zeigt ihm den ganzen Garten Eden. Seats him down. Und setzt ihn hin. And has all the animals coming. Und dann kommen die ganzen Tiere zu ihm. Adam. What would you call it? Wie würdest du den nennen? It's a lion. Sieht aus wie ein Löwe. And God says, I would have called it the same. Und Gott sagt, ich hätte ihn genauso genannt. It's a lioness. Da ist eine Löwin. He names everything. Und alles bekommt seinen Namen. Then the long line is finished. Und dann die lange Schlange von Tieren ist am Ende. Adam realizes the lion, lioness. Und dann fällt Adam was auf. Da ist ein Löwe und eine Löwin. Man. Und ich bin ein Mann. God realizes, God says, yes. It is not good for man to be alone. Und dann sagt Gott, ja, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Adam has the first operation in human history. Und dann kommt die erste Operation in der Menschheitsgeschichte. God puts him to sleep. Gott legt ihn schlafen. Doesn't need to inject anything in him. Dazu muss er ihm nicht irgendwie eine Injektion But geben. But he needs to take something from him. Aber stattdessen nimmt er etwas von ihm raus. You know, this body is just reacting to divinity. God just opens up his flesh. Und ihr wisst, dieser Körper, der reagiert einfach auf die Göttlichkeit. Gott lässt es einfach sich öffnen, sein Fleisch. Can you imagine it? God just plucking the rib, closing it up, and then walking through the Garden of Eden with the rib.
Könnt ihr euch vorstellen, wie Gott dann die Rippe dort rausgenommen hat und das wieder schön verschlossen hat und mit der Rippe durch den Garten Eden lief? And then from this thing he makes woman. Und dann daraus macht er eine Frau. They were perfect. Und sie waren perfekt. When Adam saw her, he would have said, "Oh, bone of my bone and flesh of my flesh." Und Adam sah sie und sagte, "Wow, das ist Fleisch wie mein Fleisch. Das ist Knochen von meinem Knochen." You shall be called woman. Du sollst Frau heißen. If anybody tells you that marriage did not take place in the Garden of Eden, it did. Wenn irgendjemand euch sagt, die haben gar nicht wirklich geheiratet im Garten Eden, das stimmt nicht. God was the one who joined them together in holy matrimony. Gott war derjenige, der diese Eheschließung durchgeführt hat. There were witnesses there too. Und es gab auch Zeugen dabei. But as time progressed, aber als die Zeit fortschritt, this perfect brain, und dieses perfekte Gehirn, that was only used to doing good things, das nur gewohnt war, Gutes zu tun, was tempted to do bad, wurde versucht, etwas Schlechtes zu tun. Remember, everything we touch, everything we taste, everything we see, smell and hear forms synaptic pathways. Und jetzt denken wir daran, alles was wir tun, was wir anfassen, was wir sehen, was wir schmecken, hören, da werden synaptische Pfade geformt. The brain was never designed to have a disobedient neuron. Aber das Gehirn war nie so entworfen, dass da irgendwie ein ungehorsames Neuron entsteht. Eve takes the fruit. Er nimmt die Frucht. She puts it to her mouth. Eva nimmt die Frucht, sie setzt sie an den Mund. She tastes it. Sie schmeckt sie. It says that she felt an overwhelming experience. Und dann wird uns gesagt, dass sie so eine überwältigende emotionale Erfahrung hatte. She didn't go to Adam with just one fruit. Und sie ging nicht zu Adam mit einfach nur einer Frucht. It says her arms were laden. Sondern wir lesen davon, sie war voll beladen, die Arme. Take one, I'm still alive. Nimm doch eine, ich lebe ja auch noch. It says that when Adam saw Eve, he knew what had taken place. Und das heißt, als Adam Eva sah, er wusste, was geschehen war. They were warned never to separate from each other. Man hatte sie gewarnt, trennt euch nicht voneinander. Adam takes the fruit and braves the consequence. Adam nimmt diese Frucht und er ist bereit, die Konsequenzen zu tragen. We serve a loving God. Wir lieben einen, wir. Surely he'll forgive us if we do wrong. Er sagt sich, ja, wir dienen doch einem liebevollen Gott, er wird uns doch wohl vergeben, wenn wir was Falsches machen. The moment he touched that fruit, the neuron started creating in his mind. Aber in dem Moment schon, wo er die Frucht anfasste, wurde hier ein Neuron, ein Pfad gebildet. Do you know the decision making that had to go into biting it? Wisst ihr, was für eine Entscheidung da durchlaufen werden musste, bis er reinbiss? Everything he was risking, was er alles riskierte, and he bites it. Und er beißt rein. The neurons that begin forming in the mind. Und die Neuronen, die da im Inneren entstehen, im Geist. This perfect brain has now become disobedient. Dieses perfekte Gehirn, da ist jetzt Ungehorsam drin. From that neuron of disobedience, maybe that another synaptic pathway was made when they started making these fig leaves, and then when they hear the voice of God walking. Und vielleicht, als sie dann sich diese Feigenblätterschurze angelegt haben, sind hier auch Neurone des Ungehorsams entstanden und auch, als sie gehört haben, Gott kommt angelaufen. We were never designed to hide from God. Wir sind nie so entworfen worden, uns vor Gott zu verbergen. But Adam hides. Aber Adam versteckt sich. All of the experiences that are beginning to grow and strengthen in his mind. Und da kommen ganz neue Erfahrungen in seinen Kopf und sie werden immer stärker im Gehirn. God knew I can't just take the brain out of his head and start changing it all over again. Und Gott wusste, ich kann nicht einfach sein Gehirn rausnehmen und irgendwie ersetzen und nochmal neu anfangen. It will go on worse and worse and worse. Er wusste, das wird weitergehen. Es wird immer schlimmer werden und schlimmer und schlimmer. But God made a way. Aber Gott hat einen Weg gefunden. When that news spread through heaven, als diese Neuigkeit durch den Himmel eilte, the Godhead word found in conversation. Dass Gott in einer Unterredung. Three times it is said that Jesus walked in and walked out from this glorious light. Einen Weg gefunden hatte und wir lesen davon, dass dreimal Jesus in dieses herrliche Licht hineinging. And on the third time when he left, und beim dritten Mal als er herauskam, he told them that a way has been made. Da sagte er ihnen, wir haben einen Weg gefunden. I will come and take man's place. Ich werde kommen und die Stelle des Menschen einnehmen. Angels jumped up and said, "No, no, 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 don't you go, we will go." Und die Engel sprangen auf und sagten, "Nein, nein, 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 lass uns gehen, du bleibst hier." And he explained to them, "It's not possible." Und dann erklärte er ihnen, das geht nicht.
Unmöglich. Only one who is equal with the law that was made is one that can redeem man back to it. Nur jemand, der auf derselben Stufe steht wie das Gesetz, kann auch die Übertretung wieder gut machen. Then it says that the angel sang a note higher than what has ever been sung before. Und als die Engel das verstanden, da heißt es, dass sie erneut gesungen haben, aber diesmal noch eine Note höher. Man can be redeemed. Der Mensch kann Erlösung finden. But they need to trust in God the way I will teach them to trust in him. Aber sie brauchen das Vertrauen in Gott, das ich ihnen zeigen werde. So he comes to earth. Also kommt er zur Erde. And he denies his divine power. Und er verleugnet seine göttliche Kraft. So we can learn to deny self. Damit wir lernen können, unser Ich zu verleugnen. And now we have this beautiful scripture written in 1 John chapter 2 verse 1. Und jetzt haben wir diesen wunderschönen Vers in 1. Johannes 2 Vers 1. That says, my little children, these things write I unto you. Meine Kinder, ich schreibe euch dies. That you sin not. Damit ihr nicht sündigt. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Jesus knows that if you take your eyes from him, you will fall. Jesus weiß, sobald sie die Augen von mir abwenden, werden sie fallen. And this helped me in my life because it showed me, when I took my eyes from Jesus, I couldn't help but fall. Und das hat mir in meinem Leben geholfen, denn ich habe die Erfahrung gemacht, sobald ich meinen Blick wegwende von Jesus, musste ich fallen. But then when I fix my eyes on him again, he picks me back up. Aber sobald ich meinen Blick wieder zu ihm wandte, hat er mir aufgeholfen. He's my advocate. Er ist mein Fürsprecher. His desire is that I shouldn't have fallen in the first place. Sein Wunsch wäre gewesen, dass ich gar nicht erst gefallen wäre. But he says, I will help you on. Aber er sagt, jetzt helfe ich dir weiter. A just man falls 7 times but gets back up again. Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. But the wicked just fall into mischief. Aber die Gottlosen gehen im Unglück unter. Who wants to be picked back up? Wer möchte wieder aufgeholfen werden? Shall I tell you how this will help you in your families? Kann ich euch sagen, wie euch das in euren Familien helfen wird? Amongst your friends? In euren Freunden? Amongst your enemies? In den Freundschaften, bei euren Feinden selbst? Put your hands up if you have those people in your life. Meldet euch, wenn ihr solche Menschen in eurem Leben habt. It helps you this way. Es hilft euch auf folgende Weise. If their eyes are not fixed on Christ, wenn sie ihren Blick nicht auf Christus gerichtet haben, they're going to fail. Dann werden sie versagen. They may do some bad things to you. Vielleicht behandeln sie dich schlecht. They may do bad things to others around them. Oder sie behandeln andere um dich schlecht. But without God, they're bound to do it. Aber ohne Gott können sie gar nicht anders. Because of everything that's bound up within them as a person. Denn das ist in ihrer Person einfach so programmiert. The passions and the propensities and the tendencies that they've been practicing over and over and over. Denn diese Leidenschaften und die Neigungen und das Böse, dem sie immer wieder nachgegangen sind. It's super difficult to stop. Das ist einfach super schwierig aufzuhalten. But with the power of Jesus Christ, aber mit der Kraft Jesu Christi, he says, listen, sagt er, hör zu. I can tell you this. Ich kann dir was sagen. He says, don't do that, er sagt, tu es nicht, but replace it with something better. Tu es nicht, aber ersetze es mit etwas Besserem. Because you know the problem with the human brain? Aber genau, wisst ihr, was das Problem eigentlich ist mit dem menschlichen Gehirn? Once those synaptic pathways are formed, they don't go away. Wenn man einmal diese synaptischen Pfade geformt hat, dann bleiben die. But scientists have found that when you replace a bad pathway with a better thing, aber die Wissenschaftler haben herausgefunden, wenn man einen schlechten Neuronenweg ersetzt mit einem besseren, though those pathways are there, und obwohl der alte da ist, they found that the brain lights up and those new habits, dann haben sie herausgefunden, das Gehirn nutzt jetzt diese neuen Wege, those new things you replaced it with, diese neuen Dinge, die ihr als Ersatz geschaffen habt, become stronger, und sie werden immer stärker. And the train of your life leaves the old track and gets transferred to the new one. Und auf einmal wird der ganze Zug eures Lebens umgelenkt auf ein anderes Gleis. Can we say amen? Können wir dazu Amen sagen? I need 5 people to help me. Ich brauche jetzt 5 Helfer. And be quick, I have 30 seconds. You don't have to do anything apart from stand up. Seid bitte schnell, ich habe noch 30 Sekunden. Ihr müsst einfach nur aufstehen. Just 5 people. Just 5 people. 5 Leute einfach kurz aufstehen. Now I have more than 5 people, but it's good. Okay, es sind noch ein paar mehr als 5, aber prima. If you come all the way over here. Come, come, come. You come all the way to the end. Go further to the end.
No, I need five. Thank you. Nadine, come on the way over here. Thank you. Ich brauche genau fünf. Now look, he represents God's will. Er repräsentiert Gottes Willen. Praise God. She represents Jesus' divine self. Und sie steht für Jesus' göttliches Ich. Pass me your arm. No, you stay there. He represents Jesus. Er steht für Jesus. Before Jesus came to earth, this was him. Bevor Jesus auf die Erde kam, war er hier, so. There was nothing wrong with this. Und da war auch nichts Falsches dran. Now my sister represents sinful self. Und meine Schwester hier steht für das sündige Ich. I'm sorry. Tut mir leid. My sister here represents you and me. Und diese Schwester steht für uns alle, euch und mich. Before we accepted Jesus, this is us. Bevor wir zu Jesus kamen, ihn annahmen, waren wir so. Now Jesus came and he said, I need to show them an example of following God's will. Nun kam Jesus und sagte, ich muss ihnen ein Beispiel geben, wie man Gottes Willen folgt. Can he be connected to doing God's will and using his divine power? Kann er Gottes Willen tun, damit verbunden sein, während er gleichzeitig seine göttliche Kraft benutzt? No. Because he's leaving us an example. Nein, denn er wollte uns ja ein Vorbild sein. So Jesus tells us, deny yourself. Also sagt Jesus uns, verleugne dein Ich and follow me. Und folge mir. Follow God's will. Folge dem Willen Gottes. Can we follow God's will and still be connected to sinful self? Können wir gleichzeitig Gottes Willen folgen und mit unserem eigenen sündigen Ich verbunden sein? Can God give you the power to do this for the rest of your life? Kann Gott dir die Kraft geben, diese Verbindung zu halten für den Rest des Lebens? Within this area we overcome through the power of Jesus Christ the lust of the eyes, the lust of the flesh and the pride of life. Wenn wir in diesem Bereich unser Leben führen, dann durch die Kraft Jesu Christi überwinden wir die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und den Stolz des Lebens. Who wants this? Wer möchte das? Stand with me. Bitte steht auf mit mir. Thank you. You guys stay here. Vielen, vielen Dank. Bitte bleibt noch hier. We are standing because we're saying we want to follow God's will. Wir stehen jetzt hier, weil wir damit sagen, wir möchten den Willen Gottes tun. For those who know when you leave here, you have some battles to meet. Für diejenigen, die wissen, wenn ich von hier abreise, dann stehen mir Kämpfe bevor. For some you, you're continuing your revival. For some, a revival has begun. Einige von euch gehen weiter auf dem Weg der Erweckung. Für einige war das hier der Anfang ihrer Erweckung. Und vielleicht wünschst du dir ein ganz besonderes Gebet dafür, diesen Weg weiterzugehen. I want this to continue until Jesus returns. Ich möchte diesen Weg weitergehen und nicht mehr verlassen, bis Jesus wiederkommt. You're willing to say that wherever I go, we will implement a reformation. Und du bist bereit zu sagen, wo immer wir hinkommen, da bin ich bereit dazu, daran zu arbeiten, dass eine Erweckung entsteht. Wir möchten das umsetzen. Come on. Wenn das auf euch zutrifft, dann kommt nach vorne. Wenn ihr den Willen habt, ja, ich möchte diese Erweckung weitergeben. Sie soll sich verbreiten, wo immer wir hinkommen. We are going to finish this. Wir möchten das Werk zur Vollendung bringen. You don't know how far this thing can go to. Ihr habt keine Ahnung, wie weit sich das noch fortpflanzen kann. But there is one thing we can be sure of. Aber eines können wir ganz sicher wissen. And that is that God will change the world. Und das ist, dass Gott die Welt verändern wird. I'm not looking for a perfect world before he returns. It's not going to happen. Ich habe nicht die Hoffnung, dass diese Welt perfekt wird, bevor er wiederkommt. Das wird nicht passieren. But we have enough here to say, look, Lord, there's enough people to pour your spirit out upon all of us. Aber wir haben genug Menschen hier. Wir können sagen, Herr, schau die Menschen hier an. Gieße deinen Geist auf uns alle aus. Let's be willing to be changed. Wir brauchen die Willigkeit zu sagen, wir möchten verändert werden. And remember that wherever you go with him. Und denken wir daran, wo immer wir mit ihm hingehen. No matter how alone you may end up feeling. Egal wie einsam ihr euch vielleicht dabei fühlt. You are always in the majority. Ihr seid immer in der Mehrheit. And faith and feeling have to be as separate as the east is from the west. Und der Glaube und das Gefühl, die müssen so weit voneinander weg sein wie der Osten vom Westen. When you don't feel like praying in the morning, by faith you pray. Wenn ihr das Gefühl habt morgens, oh, ich will gar nicht beten. When you don't feel like reading his word? Dann betet trotzdem durch den Glauben, oder wenn ihr das Gefühl habt, ich will nicht die Bibel lesen? You read his word. Ihr lest trotzdem. When you don't feel like sharing the gospel? Wenn ihr euch dich danach fühlt, das Evangelium weiterzugeben? You share that thing. Macht es trotzdem. The gospel should be shared by the way we live.
Denn das Evangelium sollte verbreitet werden durch unseren Lebensstil. I don't need to keep saying I believe the Lord will convict you for everything you need to do. Ich brauche jetzt nichts mehr weiter sagen. Ich bin überzeugt, der Herr wird euch überführen, überzeugen von allem, was ihr nötig habt. Let us pray. Lasst uns beten. Können wir womöglich dazu niederknien? If you can, then kneel. Father. Vater, we come before you. Wir kommen vor dich. I've tried my best to communicate that we can overcome as you have overcome. Ich habe mein Bestes versucht, das herüberzubringen, dass wir überwinden können, wie du überwunden hast. Through the weakness of me, I pray that everybody has been able to understand your message. Und trotz meiner Schwachheit bitte ich dich, dass doch diese Botschaft bei jedem angekommen ist. Everybody has come forward to say that they want to be with you. Jeder ist hier aufgestanden und sie sind nach vorne gekommen, um zu zeigen, ja, wir wollen deinen Willen tun und sein wie du. That they want to take this revival and have a reformation. Wir möchten diese Erweckung in eine Reformation münden lassen. It may be tough where we're going. Es mag schwer umzusetzen sein, da wo wir hingehen. It may be easy where we're going. Vielleicht wird es auch leicht sein, da wo wir sind. But both extremes can make us become lukewarm. Aber diese beiden Extreme können beide dazu führen, dass wir wieder lau werden. I'm praying that we will be hot and zealous for you. Aber mein Gebet ist, dass wir brennen für dich und eifrig sind. Help us to have faith. Hilf uns, Glauben zu Help haben. Us to study with a zeal that we've never studied before. Hilf uns, die Bibel zu studieren mit einem Eifer wie nie zuvor. And let a revival and a reformation take place that you will not say that you have to delay your coming again. Und möge eine Erweckung, eine Reformation stattfinden, dass du nicht erneut einen Grund findest zu sagen, ich kann jetzt noch nicht wiederkommen. We want to see you in our generation. Wir möchten dir begegnen in dieser Generation. Help us. Hilf uns. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen.